Tobis Missionsziele. Was hast du denn da? Wir haben die umgebastelt von den alten 7. Editions Warhammer-Dingern. Blutige Vergeltung. Töte das letzte Modell einer feindlichen Einheit. Es muss sich innerhalb von 6 Zoll um ein Ziel befinden. Beliebiger Zeitpunkt, 2 genau. Punkte. Jo. Boah, das ist ja gerade mal so ziemlich schwer. Ja, für Runde 1 ist das nicht so easy machbar, das ist richtig. Dann haben wir da blutgetränkter Boden. Töte das letzte Modell einer feindlichen Einheit. Es muss sich im gegnerischen Territorium befinden. Ebenfalls beliebiger Zeitpunkt, gibt auch 2 Siegpunkte. Läuft ja wie ein Länderspiel. Ich sag's dir. Oh. Mächtiger Hexer. Töte ein Modell in zwei feindlichen... Was? Töte ein Modell? In zwei feindlichen Einheiten mit Attacken oder Nahkampfwaffen. Mit Attacken durch Nahkampfwaffen. Ja. Mit Attacken durch Nahkampfwaffen innerhalb einer einzigen Phase 2 Punkte. Ach, mächtiger Henker, nicht Hexer. Oh Gott. Meine Frau hat's geschrieben. Das kann ja diese Runde schon wieder alles gar nicht erfüllen. Das ist richtig, das kannst du in der nächsten machen. Dafür hast du vielleicht für die Leute, für die das auch komplett neu ist, beziehungsweise auch der Unterschied zu Warhammer 40k, wir haben hier immer die Siegpunkte hingeschrieben, die man dafür bekommt. Und es gibt zum Beispiel ein Ziel, da musst du alle 6 Missionsziele halten. Das kannst du, meine ich, sogar beliebig machen, bekommst aber instant 6 Siegpunkte dafür, während die ganz einfachen eingeben. Also die Auffächerung, wie viele Siegpunkte man wofür bekommt, ist da relativ hoch. Gut, wenig Gnädige für Runde 1. Dementsprechend starten wir jetzt aber erstmal in deine erste Heldenphase. Ja, ich werde mein Aetheroid Pendulum noch nicht beschwören. Mhm. Ich muss es innerhalb von 6 Zoll stellen, dann darf ich nochmal 8 Zoll fliegen. Okay. Das wären dann maximal 14 und dann wird es da stehen. Das heißt, dann pendelt sie mir das gleich wieder zurück in meine Nase. Das wäre durchaus das, was ich machen wollen würde. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Dann machen wir wie folgt. Der Haunter Coutier, der ist ja jetzt auch ein Zauberer dank dunkler Zauberei, der Generalseigenschaft. Und der hat die Fähigkeit Schwarzer Hunger. Oh, warte. Wenn du noch überlegst, fällt mir gerade ein, Command Points hast du mittlerweile noch einen, weil am Ende jeder eigenen Heldenphase bekommt man einen Command Point, um die Befehlsfähigkeiten zu benutzen. Genau. Ich habe davon aber jetzt gerade keine, die ich groß ausspielen möchte. Okay. Ich könnte zum Beispiel keine Battleshop testen, aber mit Bravery 10 ist es nicht immer so... Das Ding machst du sowieso erst am Anfang Kampfschock-Phase. Achso, ja. Erst dann wird es. Dann reicht es immer noch. Genau. Dann wirkt er mystischer Schild. Mhm. Und zwar auf sich selbst. Jupp. Weil du darfst ihn ja durchaus targeten. Das ist richtig. Das reicht nicht. So schaut's aus. Dann. Möchte sonst aber bei dir zaubern. Ja, er. Mhm. Und zwar wirkt er schwarzer Hunger. Vitalität. Mhm. Und zwar auf die Ghule. Heißt. 5er Safe After Safe, der zusätzlich zu dem 6er Todloser Diener kommt. Also. Ja, wobei sie das mittlerweile eher verkut haben, wenn du mehrere Fähigkeiten da hast, dann nimmst du immer die bessere. Das heißt, du würdest deinen 6er auf den 5er steigern. Hast du viele Waffen, Schusswaffen mit Rand? Ja. Gut, okay, dann mach ich. Ja, der geht durch. Geht durch mit 10. Ja, bist du. Da müsste wahrscheinlich hier Drücher Hammerdreth in 30 Zoll sein. Um den Zaubernen oder um die Ziele? Um den Zaubernen von Base zu Base? Nein. Nee, doch nicht. Ja. Gut, dann banne ich das Ding nicht. Nee, dann haben die jetzt, ich markiere das mal hier mit einem Schild. Mhm. So, zack. Yep. Dafür sind sie da, ne? Ja. Und dann würde ich jetzt auch schon zur Movement Phase kommen. Mhm. Und zwar bewege ich meinen Infernal Coutier. Ja. Bewege ich hier hinten hin. Ja. Ich muss innerhalb von 13 um das Missionsziel sein. Genau. Ja, das bin ich und ich bin außer Line of Sight. Mhm. Dann bewege ich meine kleinen Bude. Die werden nicht rennen. Okay. Also Laufschritt heißt, nee, marschieren, wie auch immer. Was ich darf, maximal 6. Und ich gehe einfach bis hier vorne vor und schiebe die mal eben so alle nach. Da vorne sind sie hin. Genau. Die Coutiers gehen hinterher. Mhm. Und der Zombie Dragon. Der, also dein Terrorgeist, der flattert, jawohl, tut er das? Weiß ich noch nicht. Okay. Die Horrors werden einfach noch ein Stück vorgehen. Mhm. Der, so, bleibt hier stehen. Jo. Und der geht hier hinter. Mhm. Also, ne, ich habe jetzt nicht. Passt schon, ne? Ja. Und dann. Hast du da noch einen? Ja, mein Zombie Dragon. Ich gucke in der Range, der hat nämlich leider nur 9 Zoll. Da müsste ich innerhalb von 23 Zoll um. Nein, das nicht.
Der Zombie Dragon, der geht einfach. So. Okay. Da ist nämlich das Rüstungs-CB, was du gerade ansprachst. Jo. Dann benutzt mein Apron Ghoulking auf Terrorgeist seine Befehlsfähigkeit. Mhm. Die da wäre. Königsgarde herbeirufen. Ja. Und deswegen habe ich einen einzelnen Infernal Couture. Ja. Weil ich jetzt eine Einheit Horrors oder Flayer hinzurufen darf. Ah, ja, nice. Genau, und die müssen 9 Zoll von dir weg und... von hier in der Kante rein. Genau, und von der Kante rein und deswegen positioniere ich ja die da. Für einen Command Point und ist, glaube ich, eine einmal im Spiel Ability, ne? Genau, die darf ich nicht nochmal durchführen. Okay. Aber deswegen, weil man hätte sich sonst gefragt, warum nimmt der nur den Infernal Cult hier mit? Ja, das ist richtig. Das ergibt jetzt durchaus Sinn. Ja. In der Missile Phase habe ich nichts, was in Reichweite ist. Okay. Also, ja, oder beziehungsweise Line of Sight, also von daher. Ja. Weil, gibt's ja jetzt, ne? Ist ja wichtig. Genau, Line of Sight ist jetzt, also vorher war die auch schon relativ wichtig, jetzt wird die aber zum Beispiel durch die Seven of Wildwoods, beziehungsweise durch die Citadel Woods, wenn man das auch einfach nur als normales Geländestück benutzt, nochmal ganz krass verändert. Also A, alle Miniaturen sind mittlerweile so positioniert, dass diese Aussparungen frei bleiben, weil da müssen jetzt regeltechnisch eigentlich die Bäume drin stehen. Da wir die Bäume selber vorher nie benutzt haben, sind die aktuell noch in nicht so schönem Grau, deswegen sind die nicht drin. Aber bei allen Bewegungsphasen werden wir diese Teller leer lassen. Sie sind aber hier. Sie sind, wollte gerade sagen, genau, also sie sind da. Nur da wir alles immer bemalt sein soll bei uns, weil wir das auch gerne wollen, bleiben die jetzt heute leer. Aber von den Positionierungen her sind die Modelle schon so, dass die nicht auf diese Teller gehen. Das zweite ganz, ganz wichtige Ding ist, dass die Citadel Woods nicht mehr die Tödlich-Regel als solche haben, beziehungsweise auch nicht die neue Tödlich-Regel, sondern ist so, wenn ich jetzt schießen möchte, dann messe ich immer von Punkt der Base des Modells, was schießen möchte, zu einem Punkt der Base von dem Modell, was beschossen werden soll, beziehungsweise das nächststehende Modell der Einheit, auf die ich drauf schießen möchte. Oder irgendein Modell, das kann ich sogar auswählen. Aber sobald diese imaginäre 1 mm breite Linie mehr als 1 Zoll durch ein Citadel Wood Modell durchgeht, ist der Wald so dicht, dass ich keine Line of Sight mehr habe. Das heißt, es ist mittlerweile hat man, oder mittlerweile, aktuell auf jeden Fall noch, aktueller Stand, neue Edition ist gerade draußen, alle Bücher sind da, die FAQ ist da. Aktuell hat man die Seven of Wildwood Regel mit dem Durchchargen dabei und ein Seven of Wildwood besteht aus 1 bis 3 Modellen Citadel Wood und die Citadel Wood Modelle haben A die Regel Hindernis, das bedeutet, wenn mehr als 50% einer Einheit davon verdeckt werden, gibt es einen Deckungswurf und die haben als zweites dieses undurchdringliche Dickicht oder so ähnlich heißt die Regel mit dabei. Das heißt, mehr als 1 Zoll Line of Sight hier durchziehen und schon ist Line of Sight im Wald verschwunden. Gut, das ist ein weiterer großer Unterschied. Ebenfalls das Ding. Also A, Tobi muss jetzt gerade die Command Points dafür ausgeben, dass er seine Befehlsfähigkeit machen darf. Hat dementsprechend jetzt noch einen, nämlich den er durch sein Bataillon am Anfang hatte. Und man muss keine Beschwörungspunkte mehr ausgeben, sondern, wie gesagt, dafür gibt es als Trade-off bei einigen Armeen extra Punkte, die man im Spiel sammelt oder so wie bei den Flesh Eater Cords oder teilweise auch bei den Silvers einmal im Spiel Abilities, die über einen Command Point dann abgehandelt werden. Gut. Genau. So viel zum Änderungsteil. Du hast nichts zum Schießen, hast auch aktuell nichts. Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz einen Dank in die Community geben und zwar der Apollon Ghoul King hier auf dem Terrorgeist. Das ist eine freundliche Spinne von Torben. Jo, genau. Und genau so, die, die Flayer. Achso. Wo wir eben bei Torben sind. Ja, stimmt. Genauso wie dieses hier. Und das hier. Großartig. Herzlichen Dank dafür. Die Flayer und der Infernal Courtier sind eine freundliche Leihgabe von, ein freundliches Geschenk von Bene. Ja, nicey. Dankeschön. Gracias. Soll ja auch gespielt werden dann. Das ist richtig, genau. Chargen möchtest du nicht? Nee, also ich mit der Schinderfahne kriege ich +1, das heißt ich darf auf 15 Zoll chargen, ja. Da ich immer nur 5 vorgelaufen bin, ist immer noch zu weit. Das ist richtig, genau. Ja, logischerweise sind die Missionsziele in der ersten Runde noch nicht so richtig zu machen. Kann ich alles abwerfen, so wie bei 40K?
ich weiß gar nicht so richtig, ob es da drin steht, aber da wir es bei 40k machen, würde ich sagen, machen wir das hier auch. Das heißt, am Ende der Phase, wenn man eins... Überleg du doch schon mal, was du machen willst, und ich schaue mal eben unter strategische Vorhaben. Genau. Ansonsten machen wir das als Hausregel, würde ich sagen. Sobald eins davon nämlich Banane ist, kann man das am Ende seiner Phase und der Kampfschockphase quasi abschmeißen. Wenn es denn, ja, ich muss so, wir haben jetzt nochmal nachgelesen, und zwar prinzipiell war es spielerisch schon fast richtig, wie wir es gemacht haben. Also man bekommt zu Beginn des Spiels, nachdem die Ziele liegen, 2, und am Ende seiner eigenen Runde zieht man nochmal 1. Man hätte es jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mit in die Aufstellungszonen oder, ne, wie man aufstellt, mit reinbringen können. Wobei, glaube ich, das hier von der Aufstellung her zumindest... Das hätte mir jetzt nicht wirklich... Change gemacht, hätte, genau. Missionsziele abwerfen braucht man bei Age of Sigmar nicht, weil man sowieso am Anfang jeder seiner Heldenphase 1 aufzieht und es kein Limit gibt, wie viele von den Zielen man vor sich liegen hat. Dementsprechend bleibt das Ganze so. Und wir starten jetzt mit Sylvaneth, Zug 1. Meine Missionsziele: blutgetränkter Boden, töte das letzte Modell einer feindlichen Einheit, dann muss ich im Territorium. Es muss ich in deinem Territorium. In deinem. Beliebiger Zeitpunkt, das ist diese Runde auch nicht machbar? Geht. In deinem. Die? Ah, stimmt, ja. Du hast mir da welche reingestellt, nicht? Oh, bitte nicht. Oh, habe ich gerade geholt. Halten, kontrolliere befreundetes Ziel Nummer A, das habe ich hier vorne schon. Allerdings Ende des gegnerischen Zuges, das heißt, das kann ich dann erst. Nächste Runde. Nächste Runde und eventuell erst in 2 Phasen, weil ja, je nachdem, beim Double Turn muss ja sogar richtig lange halten. Kontrolliere gegnerisches Missionsziel B, das ist da. Jo. Das ist ja praktisch. Genau. Ende aber deines Zugs. Genau, und hier sieht man das halt, ne? Dafür gibt es halt nur einen, deswegen ist halt wichtig, dass das bei mir liegt, weil bei C hätte es jetzt 2 gegeben. Nee, das waren ja drei. Ach, Dennis ist schon so, der ist schon ganz nervös. Ganz jährisch. Ja. Gut. Dann guck mal, wer was, wie, wem, warum tut. Mhm. Drücher möchte als erstes, Moment, Zauberwürfel 6. Das war ein schönes Bild. Ja. Wachstumssegen, das heißt, ich möchte gerne einen Silver und Wildwood casten, den Zauber habe ich ihr gegeben. Ich brauche eine 6 und ich habe eine 5, das reicht ein bisschen aus. Jetzt hättest du gerne Command Point Rerolled. Jetzt hätte ich gerne, ich habe auch schon bei ein paar Battle Reports gesehen, dass sie es über die Command Points machen, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie das geht. Apropos Command Points, bei Command Points, er hier macht, dass er und alle Einheiten innerhalb von 10 Zoll um ihn drumherum Schutzwürfe von 1 wiederholen dürfen. Das ist eine normale Ability und da gebe ich meinen Command Point für aus. Für alle, die Sylvaneth kennen, die beiden Einheiten Konophanter hier, die vorher quasi, ich sag mal, wie ein Lautsprecher funktioniert haben und das überall hin ausgestrahlt haben, dürfen es nicht mehr. Sondern jetzt darf ich sagen, die Ability geht von denen oder von denen aus. Also, und darf nur einen Spot für diese... Also es wird nicht mehr gespreadet, sondern genau, du kannst sagen, ich möchte das denen geben als Beispiel, weil... Okay. Genau, ich gebe das denen hier, weil dann sind halt alle Einheiten hier in dieser 10 Zoll Bubble. Das ist ja frech. Jetzt suche ich mal Würfel. App. Er versucht einen Wald zu holen, ich brauche auch eine 4+, oder ich brauche eine 4+. Ist eine 1. Das ist keine 4+. Das ist keine 4. Nee, das ist hart davon entfernt. Hero Phase durch? Nee, ich habe noch 2 Zauber. Dann nehmen wir die doch mal. Ja. Sie hat in der neuen Edition den Zauber, den sie vorher hatte, wo man 2d6 Dryaden mit beschwören konnte, der wurde umgeändert. Er ist teuer geworden, ich brauche jetzt eine 7. Mhm. Und kann dann eine fixe Nummer von 10 Dryaden aufs Feld beschwören. Das versucht sie jetzt einfach mal. Und das ist mit einer 5 ebenfalls nicht durchgegangen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich. Nee, das ist, und vor allem hier mal mein Chef da. Sein Zauber, den ich dem gegeben habe, der war jetzt auch nicht so weltbewegend. Ich hoffe, dass sein eigener ihn irgendwie retten kann. Weil, das ist jetzt mal irgendwie Quatsch, ne? Ich guck mal eben. Er möchte gerne mystisches Schild auf die Balliste da vorne drauflegen. Ist jetzt nicht mehr plus 1 auf dem Safe, sondern man darf Saves von 1 wiederholen. Oder habe ich den in 18 Zoll? Den habe ich auch in 18 Zoll. Weißt du was? Arcanus Geschoss und den auf die 5, weil 5 kann ich, das wäre schon wieder eine 6 gewesen. Mhm. Da, ja super, jetzt kommt hier eine 7 um die Ecke. Ja, innerhalb von 30 Zoll um das Ziel? Darf man bannen. Ja, nee, innerhalb von 30 Zoll um den Zauberer. Achso, das wird nix. Nee? Glaube ich nicht. Ich messe mal eben. Ja. Sind 30 Zoll, das heißt, ich brauche jetzt eine 8 oder mehr. Genau. Ja. Eine 10, ja. Das ist ja mal eine Phase hier, das ist ja ein Traum. Also beweg dich doch einfach, das hat doch alles nichts mehr. Mach ich jetzt.
Drücher Hammergrath stolpert die vorne aus dem Wald raus. 3 Zoll um den Wald, kommt sie rausgeknattert. Dann muss ich einmal schauen, was sie tut. Ich hoffe mal auf eine 6, nee, eine 3. Dann war das ihre ganz normale Bewegung. Da hat sich auch in der aktuellen Edition nichts geändert. Dann wollen als nächstes... Wichtiger Regelunterschied, musst du innerhalb von 3 Zoll oder vollständig innerhalb von 3 Zoll? In 3 Zoll. Weil bei den Edelnuff Deepkin steht bei allen Bubblen vollständig. Genau, genau. Nee, das hat sich mittlerweile... Ja. Nee, das ist, wichtiger Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, ja. Nee, das steht bei mir noch nicht dabei. Dann werden jetzt die Dryaden hier vorne aus dem Wald rausplöppen, 9 Zoll um ihn und dann mal ein bisschen Kringelkrangel machen. Die Dryaden haben sich durch den Wald bewegt. Genau, da vorne stehen sie. Der True Lord Ancient stapft hinterher und darf dann bis hier. Der kommt auch aus dem Wald. Der kommt auch aus dem Wald raus. Den ignoriert allerdings die 1, dass er da festhängt. Nein, weil das ist der 5. Ist komplett normal, genau. Weißt du schon? Die hier, ja, die läuft ja einfach so ein bisschen und stellt sich bis dahin rüber mit ihren 7 Zoll. Die Jungs, die müssen sich dringend bewegen und zwar pushen die hier durch den Wald durch bis nach dahin. Und der popelt sich auch hier so durch und der popelt sich da hinterher, da die ansonsten ja einfach mal nichts sehen hier, die Bengals. So. Damit steht die einer in Schussreichweite. Die hier werden einfach mal stumpf eine Runde advancen. 5 Zoll, die wollen in den Nahkampf und das Casten der Wälder hat nicht hingehauen. Dann dürfen die sich 10 Zoll weit bewegen und werden zumindest schon mal hier vorne das Missionsziel B halten. Genau, das aufs Missionsziel nochmal B drauf haben. Dann habe ich noch die hier. Die werden sich einfach, also die dürfen sich bis 5 Zoll bewegen. Dementsprechend gehen sie so richten die sich hier so ein bisschen. Oh, Flankenabsicht! Ist ja. Boah, du bist ja. Hallo Dennis, das ist ja Wahnsinn. So machen die nämlich, ne? Genau. Abschirm, du bist ja ein Fuchs. Ja, weil die Bastilla. Ach, Bastilla. Ballista darf sich 3 Zoll dürfen die sich bewegen. Was sie dann auch tun werden. Mit dem Cornetto des Todes, schon klar. Um da hinten den Schick in Reichweite zu haben. Damit ist meine Bewegungsreichweite rum und wir kommen zum Beschuss und starten auch direkt mit der Ballista. Die dreht sich also und macht Fump in den nach vorne rein. Da das sind Characters und. Ach ne, das sind mehr als 3 Zoll, ne? Was? Zu deiner Einheit da vorne. Das ist nämlich jetzt wichtig und zwar Lookout Sir. Wenn vom Base zu Base das 3 Zoll. Sind 3. Ja, warte, es ist doch relativ simpel. Achso, wir haben da sowas vorbereitet, genau. Nee, sind's genau nicht. Dann treffe ich dich nämlich auf die 3en, sonst auf die 4en wegen Lookout Sir. Bei einer 1 ist es allerdings komplett irrelevant. Ah, das war ja ein schöner. Gut, dann machen wir mal mit ihr weiter. Ja. Achso, für die muss ich noch ein auswürfeln, was sie ist. 4. 4 ist egal. Sie hat die Flitter Flurries dabei, das heißt diese 18 Zoll Bubble, die 4 hat eine Relevanz, wenn sie schon verwundet ist oder die andere Attacke hätte. Jetzt gibt's Würfelchen für alle in 18 Zoll. Als erstes für ihn 10 Würfel, auf einer 6 gibt's tödliche Wunden. Das sind 3 Stück für den Großen. Ja. Was ist das? Todloser Diener. Ah, genau, richtig. Nein, dann kriegt er 3 Wunden. Also ich leg gleich die neue Anzahl dahin. Jo. So, ja. Dann für die Einheit hier vorne. Das sind 3. Auch wieder 3. Dann sind es noch 2. Jo. Das heißt, er hat dann noch 2. Mhm. So, okay. Für dann die nächste. Für die nächste Einheit da vorne. Das sind 3. 2. 3 wieder. Meine Güte. Das ist eine konstante Leistung hier. Dann sind es auch wieder 2. Bei dir auch mittlerweile. Ja, ist okay. Dann der Chef da hinten. Das 3. Auch wieder 3. Ja, guck mal. Jetzt 6, 5, 1. Hm. Ne, 6, wieder. 5, 4 diesmal. Ich werde besser, ich werde besser. Ja. Also auch 2. Ja, das sind genau. 4, ja. Dann der große zweite. Ups. Ja, Vorsicht. Da das schon ab. Sind 3. 3. Ich brauche halt nicht mehr würfeln, oder? Doch. Du nimmst einfach überall immer 2 Wunden weg. Ah, okay. Das sind 3. Ja. Das heißt, der hat jetzt noch 11.
Und last but not least, die kleinen... die Gule? Gule, genau, richtig. Das sind... Eins, zwei... Vier! Drei, vier sogar diesmal! Ich werde auch da habe ich aber dank unheiliger Vitalität 5 Plus. Genau. Und das sind, ja, zwei Schädel, das passt ja auch ganz gut. So, ne? Schaut's aus. So schaut's aus, dann nehme ich einfach hier so zwei weg. Mhm. Die Konterfanter schießen, und zwar durch die neue Citadel Wildwood, nicht, nee, Citadel Wood Regel, genau. Der hier sieht mal stumpf gar nichts, beziehungsweise ja. Der hier sieht auf jeden Fall am besten die. Der hier sieht die nicht, der schießt dementsprechend auf die. Okay. Jetzt muss ich einmal gucken, wenn ich allerdings auf die da hinten schieße. Komme ich dann doch noch? Dann habe ich keinen Zoll. Ha. Die beiden schießen auf die. Neue Ziele! Mal gucken hier. Achso, den wegnehme, dass sie keinen Zoll mehr, weil ich hatte zuerst nur an die da vorne gedacht. Der Chefe trifft auf die 2. Mhm. Läuft. Der andere auf die 3. Mhm. Läuft. Und verwunden müssten die eigentlich immer auf die 3. Nee, vollkommener Quatsch. Die treffen nur auf die 3 bzw. auf die 4. Das heißt, da hat nur einer getroffen von der normalen und verwundet auf die 3. Nee, nö. Der andere hatte auch getroffen, es war eine 5 und eine 6. Ah, okay. Mhm. Dann danke. Noch eine 3. Jo, dann ist einer von denen bei denen getroffen mit einem Rand von minus 1. Mhm. Habe ich noch einen 6er Safe? Nein. Die 3 Schaden. 2. Dann habe ich jetzt noch todloser Diener. Mhm. Ha! Ah, das heißt, er lebt noch. Er lebt noch. Dann der eine, der auf die da drauf schießt, auf die 4. Das ist eine 5 und 1 und auf die 3. Nope. Na gut. Tolle Beschussphase hier. Er hier schießt als nächstes in die da rein, um die ein bisschen auszudünnen. Auf die 2. Mhm. Jupp. Und auf die 3. Jupp. Red minus 1. Mhm. Wissen? Nein. Dann sind das D6 Schaden. Einer nur. Ja. Das wäre jetzt ja. Gut gewesen, ja. Okay, so. Danke, Wally. Das ist ja eine echt, eine, Mann, so eine käsige Beschussphase. Dann gehen wir mit direkt mit den Charges weiter. Der hier vorne, der möchte gerne zum Kloppen kommen. Ja. Mal gucken, ob er überhaupt dann jetzt mal hier so richtig schön einen losmachen kann. Mit 5 also, Zoll. Mit 5 Zoll wird das nichts. Nee. Die Dryaden hätten ebenfalls 9 Zoll. Logischerweise. Naja, das ist mit 8 ist das auch mal totaler Käse. Drücher? Drücher Hammerdreth! Möchte sie noch gehen? Ah, die hat auch mehr, ne? Die durch den Wildwood. 10. Ja, das war dann 10. Nee, ich möchte ehrlich gesagt mit der nicht in den Nahkampf, weil ich auch, weil mir jetzt gerade einfällt, ich habe ganz viele Sachen vergessen. Er sagte beim Bewegen von denen ja noch. Oh, da holst du die anderen, aber da wir am Ende der Bewegungsphase, da ich 2 Einheiten im Wald habe stehen lassen, wird sie sich jetzt nicht raustrauen, sondern ich würde dann jetzt hier damit meine Runde jetzt als solche beenden. Hast du Punkte geholt? Ich habe auf jeden Fall, meine ich, und zwar kontrolliere das gegnerische Missionsziel B, das habe ich, das ist ein Punkt. Siegpunkt, den ich bekommen habe. Ich habe keine feindliche Einheit komplett in meiner Runde oder auf meiner Seite kaputt gemacht. Und kontrolliere befreundetes Ziel A habe ich auch noch, aber bekomme das erst in deinem, am Ende deines Zuges. Das heißt, du hast einen Punkt. Genau. Und wir haben den Road-Off. Oh Gott, dann ja. Wir haben den bei Road-Off. Gleichstand. Darfst du auswählen, weil du in der letzten Runde gestartet bist. Ich habe eine 1. Du hast eine 4. Du darfst aussuchen. Ja, dann gehe ich jetzt. Das Flash Eater. Zug 2. Nom, 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 nom. Ziele für den Flash Eater Court. Also, ich muss was kaputt kloppen. Ja, immer noch, genau. Immer noch. Und einnehmen. Kontrolliere gegnerisches Ziel C, Ende meines Zuges. Das ist da hinten. Ach so, oh. Ja, das ist ja, das ist ja machbar. Das ist in der Tat machbar. Ja. Ja, das ist in der Tat machbar. Gut, dann kommen wir jetzt zu deiner Hero Phase. Hero Phase! Hero Phase. In meiner Hero Phase fangen die beiden Gas-Courtiers an, Gude zusammenzurufen. Auf einer 2 Plus kommt immer Modell zurück. Nur zurück, nicht zusätzlich. Und das sind ein paar. Dann sind wohl die beiden wieder da. Dann sind die beiden, die ich verdonnert habe, da. Ja. Da sind ja die Reanimationsprotokolle der Necrons ein feuchter Furz gegen, nicht? So, ja, ich wollte gerade sagen. Deswegen wäre es mir ganz lieb gewesen, wenn du den einzelnen ausgeschaltet hättest, dann hätte ich hier auch nochmal würfeln dürfen. Ja.
Dann stattdessen wirkt. Jetzt habe ich meinen. Weil ich noch nicht da. Der Abhorn Ghoul King wirkt nochmal die Vitalität. Mhm. Und zwar wieder auf die Ghule. Ja. Das reicht. Mit einer 11. Das möchte Drücher. Gerne Drücher Hammerdrath bannen. Mhm. Mit einer 12. Nö. Nein. Dann sind die wieder gesaved. Mhm. Und der Haunter Courtier, der hat ja die Fähigkeiten von einem Abhorn Ghoul King durch unheilige Zauberei oder schwarze Zauberei. Und er wählt schwarzer Hunger. Ja. Und er wählt schwarzer Hunger für die Einheit hier vorne. Okay. Ich brauche für schwarzer Hunger eine 5. Ja. Schon wieder so hoch. Muss ich jetzt nochmal bannen? Nö. Bann ich dir diesmal mit dem Tree Lord? Nö. Das bedeutet, ich darf 1 zu 1 Attacks-Werks hinzufügen. Das okay. Plus eine Attacke, das markiere ich mal hiermit. Ja. Das ist gut. Drücher ist auch ein Monster, ne? Jupp. Ja, das ist umso besser. Dann sind wir jetzt auch schon in der Movement Phase. Mhm. Und zwar, die Flayer bewegen sich zuerst. Ja. Ich spiele die so selten. Danke, Bena, an dieser Stelle nochmal. Also Move von 12. Das heißt, Boing, Flip, hier hin. Boing, Flip und Flatter, Flatter. Und er hier möchte direkt advancen. Mhm. Der Infernal Courtier. Mit 6 hat er 18 Zoll Movement. Und ja, ich muss ja innerhalb von 3 Zoll um das Missionsziel sein. Ne? Mhm. So, dann steht er jetzt da. Mhm. Das dauert jetzt ein kleines bisschen, aber meine Ghule bewegen sich 6 vorwärts. Und dann trappeln die kleinen Kerlchen hier mal so vor. Die haben da so ein Hüngerchen. Die Gaskutiers gehen hinterher. Mhm. So. Die Horrors hier vorne, die bewegen sich auch 6 Zoll. Gehen so bis hier. Die hier vorne gehen ebenfalls nach vorne. Mhm. Willst du boxen kommen oder was? Ja, sicher! Ja, boxen! Sicher. Boxen! Der geht hinterher. Der advanced auch direkt. Mhm. Jo, nochmal einen ganzen Zoll. Wowie. Ja, haben wir oder nicht? Ja. Dann hast du da mal einen dicken. Der Zombie Dragon. Ja, bis auf 3 Zoll darf ich ran. Mhm. Ich gehe mal ein bisschen näher. So. Die haben sich bewegt. Jetzt habe ich noch hier den großen. Ja, jo. Der bewegt sich einfach hier zwischen. Mhm. Damit ich weiter meine Bubble halten kann. Okay. Dann kommen wir zur Geschossphase. Oh ja, ich hab tatsächlich sogar was. Ich habe tatsächlich sogar was. Dann guck mal. Die können doch nicht schießen, weil die machen. Ja, aber 1W6 plus 1. Alles, was über dem Bravery drüber ist, gibt es als Mortal Wounds. Die haben Bravery von 7 oder einen Mutwert von 7. Dementsprechend wird hier nichts passieren. Er macht allerdings Ähnliches. Bei Drücher. Drücher hat einen Mutwert von 8. Allerdings ist es da 6 plus W6. Und dann davon die Differenz. Das ist 4, das heißt, es ist dann insgesamt eine 10. Damit bekommt Drücher 2 Mortal Wounds. Er hier schießt noch in die Dryaden rein. Mit seinem fauligen Atem. Ich muss einen Würfel werfen, wenn die Anzahl gleich oder kleiner der Anzahl deiner Modelle ist, brauche ich keinen Trefferwurf machen. Ja, das heißt sich automatisch. Genau. Wound 2 plus. Mhm. Kaboms. Läuft. Also die Beschussphasen waren bei uns beide nicht so, ne? Naja, das ist richtig. Naja gut, macht ja nichts. Dann gehen wir kloppen. Ja, weißt du schon, wer rein möchte? Lass mich raten. Die wollen an sie rein. Ja, das muss ich ja erstmal gar nicht sagen. Ich kann ja erstmal würfeln. Ja, das ist richtig. Die wollen gerne chargen. Das reicht auch. Ja, das ist gut. Zack. Zack. Die Gude möchten chargen. Mhm. Mit 6 Zoll sind sie auch wahrscheinlich drin. Ja, mit der Schinderfahne sowieso. Okay, dann stell die mal ganz in Ruhe. Ja. So, da steht die Horde. Die möchten auch chargen. Mhm. Das ist da mit 7 Zoll auch drin. Ebenfalls drin, genau. Hopp. Die möchten ebenfalls chargen. Mhm.
Das wird nix. Dann möchte er noch chargen. Ja, mit 4 Zoll, ich war bis auf 3 Zoll dran. Ja, genau, sagst dann, du. Das sind zwar mehr als 3 Zoll für die, die ein findiges Auge haben, aber er hatte ausreichend Bewegung und der Geschwindigkeit halber haben wir gesagt, der ist bis auf 3 Zoll heran. Damit sind deine Charges rum. Genau. Womit möchtest du starten? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich fange mit... Ne, ich fange hier vorne mit den Kryptoros an. Auf durch. Genau. Oh, Moment. Mhm. Jeder von denen halt sowieso noch eine Wunde, weil edles Blut. Ah. Dasselbe gilt übrigens auch für die anderen beiden. Okay. Soll ich das jetzt eben machen oder gleich eben? Machen wir gleich. Jetzt hauen wir erstmal drauf. Okay. So, und zwar auf die 4. Mhm. Trefferwürfe wiederholen, weil sie innerhalb von 15 Zoll um den Aperon Good King sind. Und dann Abattoir auf die 2 plus. Weil es ein Monster ist. Genau. Mhm. Das sind alle, fast alle bis auf einen. Und die hier machen sogar Damage 3. Ui, das sind dann insgesamt. Ja, aber die muss ja 6 und 9. Kein Renter bei, dementsprechend habe ich einen Dreier Rüster und einen darf ich wiederholen. Ja, da gehen 2 reguläre schon mal durch. Oh, 4 sogar. Hm. Und dann die einen mehr machen, auf die 3. Muss noch einwerfen. Ah, drei. Stimmt, ja. Siehst du, da war er nämlich. Das sind nochmal 3. Dann kriegt die 7 Wunden. 9 Wunden hat sie dementsprechend schon reinbekommen und hat noch einen übrig. Ich werde als nächstes die hier auswählen. Neue Pile-In-Regel, man muss genauso nah wie vorher am Gegner sein. Das heißt, er huscht bis hier vorne rum. Er huscht hier vorne rum. Er geht auch hier rein. Dann kommen die hinterher. Der hier macht so ein bisschen Platz. Kommen nochmal 2 dabei. Und die beiden... Ne. Wammeln so hinterher. Dann habe ich hier 1, 2, 3, 4 mit dem großen Hammer, wovon einer der Chef ist. Der hat eine Attacke mehr. Und 1, 2, 3, 4 normale Hämmerchen. Durch die Ätherkanalisierung dürfen die ihre Trefferwürfe wiederholen. Mache ich, wer die anderen Videos gesehen haben, eigentlich grundsätzlich, sagt man eigentlich am Anfang der Phase an, aber also entweder dürfen die alle Trefferwürfe wiederholen oder alle Schutzwürfe. Und da nimmt man eigentlich grundsätzlich immer schön aufs Fressbrett Druck bei den Nasenbären. Als allererstes die auf hier, genau, da sind die 8 Stück. Die normalen Hämmerchen, die treffen auf die 3. Und die dürfen neu. Und dann verwunden die auf die 3, weil Demons sind die nicht, ne? Nein. Okay. Und verwunden auf die 3. Das sind dann 4 Stück ohne Wucht oder Rent oder wie auch immer man das nehmen möchte. Habe ich einen 5 plus Safe. Mhm. Und dann noch den 6, den todlosen Diener. Mhm. Dann sind es 3 Wounds. Mhm. Okay. Und dann die Groß Great Maces, Großstreitkolben, genau. Ebenfalls auf die 3. Die 1 und die 2 wiederholen. Hier. Ja, nice. Und auf die 3. Oh, das sind 7 Stück mit einem Wuchtwert von minus 1. Mhm. 7 Stück. Mhm. 6er Safe. Jo. Mhm. Und das Ganze mal 2 als todloser Diener, weil die machen 2 Damage. 6, 2, 4, 6. So, dann sind es, warte, das ist einer, das ist der zweite, das ist der dritte. Das ist weg. Bombs. Ebenfalls, die hier bewegen sich nicht, das heißt, Pipeline nur 1 Zoll, ja. Ich bin Zombie Dragon, genau. Na, Zombie Dragon, ich habe 3 Attacken. Ja. Auf die 4, auf die 3. Mhm. Warte. Muss einmal stampfen oder gucken, ob ich stampfe. Jo. Auf die 5 und auf die 3. Treffen minus 1. Weil der tanzt und humpelt. Mhm. Auf die 5. Mhm. Oh, nice. Mhm.
Und Two Wound auf die 3. Jo. Einer mit Rend minus 2. Oh, minus 2 geht auch durch, weil meine Rüstung, genau. Vierer und Einsen darf ich wiederholen. Mhm. Ja. Nein! Oh Mann, das ist eine Frechheit, ey. Ist ein Autotake, ne? Die Ausrüstung. Dann habe ich nur 7 Attacken mit den Swordlike Claws auf die 5. Ja. Wow. Ja, das ist nice. Die haben aber keinen so dollen Rennen. Okay. Auf die 3. Das ist auch gut, das sind 4 Stück mit Rend minus 1, den du ignorierst. Genau, richtig. Dementsprechend habe ich jetzt einen 2er Rüster, einen sind wiederholbar. Jo, die sitzen alle. Damit ist der Große durch. Mhm. Dann werde ich als nächstes meine Konoth Hunter aktivieren. Den schiebe ich noch so dran, damit der sich nur 1 Zoll bewegt und trotzdem in 2 Zoll um die drumherum ist. Als erstes der Chef auf die 2. Sind alle. Die anderen Jungs hier auf die 3. Abgesehen von einem ebenfalls alle. Und die verwunden auf die 3. Dann sind es 5 Stück mit einem Rend von minus 2. Ja, die gehen alle durch. Die gehen alle durch und machen jeweils D3 Schaden. 3, 5, 6, 9, 11. Jupp. 11 mal todloser Diener. Auf die 5 plus unheilige Vitalität. Genau, richtig, ja. Das war jetzt nicht so völlig, das sind 0. Dann sind 11 dahin. 17 normale Ghule und ein Cheffe. Der Cheffe verwundet um 1 besser, deswegen hat der andere Würfel. Auf die 4. Die Einsen darf ich neu würfeln, weil die innerhalb von 15 Zoll um den Aphron Ghoul King sind. Mhm. Wow. Ich guck mal eben. So, die Standard Battleline Infantry jetzt auf die 4. Der Gas, der eine grüne Würfel auf die 3. Boah, die ganzen Einsen. Jetzt wünschte ich, ich hätte einen Reroll. Aber das ist doch trotzdem eine gute Ausbeute. Das sind nämlich 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 15, 16. Dann 16 mal auf die 4 und da die sich nur 1 Zoll reingepeilt haben, weil sie sich verwurzelt haben, dürfen sie Schutzwürfe wiederholen, die sie vermasselt haben. Oh, und das ist auch bitter nötig. Ja. Also, so richtig viel haben die schutztechnisch noch nicht gerissen. Das war jetzt... Ja, aber 4 verkackt. Dementsprechend lebt auch der letzte Hans Wurst da vorne noch mit einem Lebenspunkt, weil die 5 Lebenspunkte haben. Dann mal gucken, der hat den dicken Kamm, der hier nicht. Dann hat der noch einen Lebenspunkt über. Beziehungsweise Edge of Sigma, Wound suffered, 4 Wunden hat der schon gefressen. Drücher, Box mit ihren Slashing Talons auf die 4 Plus. Dadurch, dass sie verbittert ist, hat sie 2 Lebenspunkte in Anführungsstrichen mehr, wenn man auf die Statlines guckt. Deswegen hat sie 3 und nicht 2 auf die 4. Und auf die 3 sind beide Rend minus 1, 2 Damage. 6er Safe. Und dann 4 Wounds auf die 6. Nix. Das und 4, dann ist der hier weg und der hier hat noch 2, ja. Dann kommen noch die Thorn Slender Vines hinterher. 2d6 Attacken. Wow. 12. Die verwunden auf die 4. Oh, okay. Du musst erstmal treffen. Treffen meine ich, die treffen auch auf die 4. Und die verwunden auf die 4. Da sind es 3 Stück ohne Rend 1 Damage. 5er Safe. War jetzt nicht so erfolgreich. 6er Safe, After Safe. 2 Wunden, damit ist noch einer weg. Sweeping Blows von ihm in den Zombie Dragon da vorne rein. 3 Attacken, der trifft auf die 3. Und der verwundet auf die 3. 2 Stück mit einem Rend von minus 1. 5er Safe. Jo, safe. Wow, nicht schlecht. Und dann noch einmal Massive Impelling Talons. Auf Penetrator. Auf die 3 wird penetriert. Nöp. Wow, der ist ja mal ein richtiger Held. Die beiden haben da vorne mal so gar nichts gerissen. Die haben sich eine Runde angeguckt. Weißt du was? Ich glaube, die sind verliebt.
Ja, die wollen klutschen. damit ist die Nahkampfphase rum. Am Ende der Nahkampfphase hauen die noch von unten ihre kleinen Mini-Wurzeln nach oben hin. Auf einer 4+ gibt es noch tödliche Wunden. Nope. Die sind gerade auch schon irgendwie in der Pause. Damit ist damit komplett die Runde dahingehend rum, dass die Battleshock-Tests kommen. Und ich bin nicht in Reichweite. Ja. Ganz knapp nicht. Genau, genau. Also, genau, was Tobi ausmisst, ist ja erster voller Battle Report in der neuen Edition. Es gibt nicht mehr das als Commandability, dass man eine Einheit bis zur nächsten Heldenphase keine Battleshock-Tests oder die von Battleshocks befreien kann, sondern am Anfang der Battleshock-Phase kann man eine Einheit innerhalb von 6 Zoll um einen Helden, das ist bei den beiden leider nicht der Fall, oder innerhalb von 12 Zoll um einen Helden, wenn der Held der General ist, das wäre allerdings eher, für einen Command Point sagen, ihr müsst keinen Battleshock machen. Das haut da leider nicht hin. Dementsprechend, die haben 11 verloren. Plus 3, die haben normalerweise ein Bravery von 10, die haben noch mehr als 20, also haben die 12. Dann haben sie 2 noch. Die Stiftung. Dann haben sie 2 noch, genau. Das ist eine erwürfelte 14. Jo. Ja. Auf meiner Seite ist hier nichts, was Battleshock-Tests machen muss. Hast du Missionsziele erreicht, beziehungsweise ich habe auf jeden Fall eins, muss ich sagen. Ich habe nämlich blutgetränkter Boden, beliebiger Zeitpunkt. Ich muss das letzte Modell einer feindlichen Einheit in meinem Territorium vernichten. Das ist da vorne gerade passiert. Das sind 2 Siegpunkte. Ich lege da einfach hier von unten eine von den Karten hin, die ich sowieso nie in diesem Spiel ziehen werde. Und ich habe kontrolliere Ziel A. Bum. Das ist nochmal einer. Befreundetes Ziel A. Jetzt kommst du. Was hast du so? Ich muss ja hier mindestens ein Modell in 2 Einheiten töten. Das ist mir ja nicht gelungen, weil ich dich immer nur bis auf einen Lebenspunkt runtergewirtschaftet habe. Das letzte Modell und kontrolliere gegnerisches Missionsziel C. Das hast du? Das heißt, ich habe einen Victory Point. Und du hast nur einen? Ja, nur einen. Alter Verwalter. Ja. Und wie viel hast du? Ich habe im Moment, stimmt, wir haben ja dafür diesen schönen Counter hier. Ich habe 4. Am Anfang von Zug 2, Sylvaneth.